Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. So greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Hey Internet und YouTube, wir starten Elder Scrolls Online. Und ich habe mir ca. 40.000 Stunden Gedanken drüber gemacht. Wir wollen sie nicht nackt sehen. Und ich denke, sieht gut aus. Wir beginnen mit dem Volk, das ist nur der Charaktererstellung, die Einleitung. Und ich habe die Imperial Edition natürlich, weil sonst hätte ich jetzt nicht 5 Tage vorher anfangen können zu spielen. Wir sind auf jeden Fall männlich. Auf jeden Fall steht das im Pass und damit. Ich nehme das Altmeri. Ja, die Altmeri-Allianz. Plus. Ich habe mich entschieden jetzt für den Dunkelelf. Ich habe den Ork in der Beta gespielt. Aber nicht. Ich möchte was anderes probieren, vor allem weil ich ja Skyrim mehr der Krieger war und so weiter. Das ist die Verlängerung der Ohren, deswegen möchte ich etwas anders ausprobieren. Die Skillpunkte und alles kann ich ja noch immer verändern, irgendwann später im Spiel. Kostet zwar einen Haufen, aber hey, was soll's. Ich möchte es ausprobieren. Dunkelelf. Kampf mit 2 Waffen fand ich jetzt auch nicht so prickelnd irgendwie. Ist mir fast zu nahe, aber Feuermagie und Feuerresistenz, deswegen denke ich, möchte ich das nehmen. Ich habe mir die anderen angesehen, aber es ist fast egal, welches. Wie du skillst, ist ja dann entscheidend. Und welche Klasse, euer Name. Ich habe mich doch eingeloggt, verdammt. Hallo? Nicht möglich? Okay, gut. Kein Problem. Macht gar nichts. Drachenritter, Zauberer, Nachtklinge oder Templer. Alles gut, alles hat Vor- und Nachteile. Gut, weniger Nachteile. Kommt eben drauf an, wie man. Man könnte Zauberer wählen und dann trotzdem umstellen auf. Aber ich habe mich hier entschieden. Zauberer mit etwas Power dahinter. Deswegen Drachenritter. Okay, das haben wir. Mein Körper. Wie sieht's aus? Bist du muskulös? Wir sind so mittendrin, oder? Bierbauch will ich dir keinen machen.
Ja, das ist etwas. Ganz normal, das reicht, oder? Die Größe. Denn wir wollen jetzt nicht übertreiben hier. Ich merke keinen großen Unterschied. Wir lassen das in der Mitte Erscheinungsbild. Meine Hautfarbe ist überall blau. Gut, wie oft sehe ich meinen Charakter? Wir werden es schon rausfinden. Narben und Bemalung. Ich brauch dich nackt, mein Freund. Holy Macke. Okay. Ja, sieht gut aus. Passt. Oberkörper, Schultern. Natürlich breiter. Hallo, wer sind wir denn? Brust. Können wir so lassen. Sieht das unnatürlich aus? Macht nichts. Unsere Taille. Okay, Hände. Kleine, flinke Hände, mein Freund. Meine Hüfte. Gesäß. Zeig mir deinen Hintern, Baby. Darüber will ich mich gar nicht zu lange aufhalten. Sieht unnatürlich aus. Oh, oh, die Kopfform, mein Freund. Lassen wir auch nochmal. Stimme. Was ist Stimme? Okay, Stimme A. Gut, das ist jetzt, glaube ich. Das ist gut. Okay, das ist gut. Welche Frisur nehmen wir? Das sieht aus wie ein Krieger, oder? Das ist gut. Das ist perfekt. Finde ich super. Oh, die Haarfarbe. Das passt schon. Das ist sexy. Ich habe eh einen Helm auf meistens wahrscheinlich, oder? Nein, nein, nein. Ich bin jung und dumm. Was? Die Verzierung ist der Bart? Bart heißt Verzierung. Okay, ist kein Problem. Okay, das passt natürlich nicht, wenn ich hier oben keine Haare habe, richtig? Der Schnauzer. Okay. Das ist doch sexy. Ist es sexy? Ist es sexy? Die Klappe, Augenklappe war auch nicht schlecht gewesen. Das ist auch nicht. Okay, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Narben und Bemalung. Ist too much, oder? Obwohl, das ist dezent. Der Lidstrich. Das ist too much. Nee, ich nehme gar keine. Ja, muss schon cool sein. Ich kann hier nicht hin. Was zum Henker, Stirn? Okay, lassen wir Wangen, lassen wir Jochbein. Also, das ist mir völlig. Augenfarbe natürlich. Pink! Selbstverständlich nehmen wir pinke Augen. Was ist welche? Ah, nee, das ist mir zu kompliziert. Neigung, Abstand, das passt alles, ist wunderbar. Die Augenbrauen. Die Nase, Mund, Ohren. Oh, Ohren natürlich. Na gut, so kann ich die Feinde besser hören. Je größer die Ohren des Mannes, ihr wisst ganz genau.
So, und zack. Und sobald ich eine Rüstung an habe, ist sowieso alles weg. Also von daher. Ist in Ordnung. Ich habe Drachenritter gewählt. Männlich. Dunkelelf. Altmeri. Allianz. Mein Körper. Na, machen wir schon ein bisschen hier heroisch, oder? Okay, das machen wir. Und wir erstellen. Und müssen am Anfang aus dem Gefängnis ausbrechen. Holy. Und mal sehen, was ich überall die Skillpoints. Wie gesagt, später kostet zwar einen Haufen Geld. Kann man noch immer in gewissen Schreins die Skillpoints umstellen. Aber. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr euch bewegen? Drückt unbelegt. Okay, ich muss die Tasten einstellen. Das mache ich wohl für mich. Ich überlege ja, ich glaube, die Ansicht ist fast auf Dauer besser. Nicht schleichen, mein Freund. Eure Attribute habe ich keine, natürlich. Ein Quantum Pro, Dunkelelf, Drachenritter. Titel? Habe ich keinen. Bürger, verdammt nochmal. Mein Inventar ist natürlich leer. Aber ich habe die Fesseln der Seelen beraubt. Das ist schon mal sexy. Ich werde jetzt noch ein bisschen... was kann ich hier noch für Einstellungen machen? Bam, bam, bam. Das sind meine... Ich merke hier keine Unterschiede, wenn ich was einstelle. Dafür. Und auf YouTube wird sowieso alles komisch verarbeitet. Von daher... Also die minimalen Details sehe ich nicht. Spielwelt. Was gibt's hier? Doppeltippen zum Ausweichen. Okay. Beute zusammen, fügt Beute aus allen Leichen zusammen und zeigt diese im Fenster auf einmal an. Ist das dieses Auto-Loot? Ich denke, das möchte ich auf jeden Fall benutzen. Tipps im Kampf, Questübersicht, Lebensleisten, Allianzmarkierungen im Gegner. Okay, ein. Soziales. Ah, die Chatfarben. Steuerung. Die brauche ich. Okay, das ist alles hier nur intromäßig, was ich dann benutzen werde. Von daher Ausweichrolle. Oh mein Gott, Kampf. Lumpt, rumpt. Ist alles wunderbar. Bücken. Waffenwechsel. Okay, ich denke, das muss ich dann. Maustaste 5. Wie ich es brauche, muss ich erst ein wenig spielen und dann umbelegen. Kann ich jetzt hier nicht sagen. Questwechsel. Thema, genau. Ich habe nicht allzu viel in der Beta gespielt, damit ich mir nicht alles wegnehme. Ich möchte nicht hier durchrushen und alle Quests, Dialoge und so weiter skippen, nur damit ich level, ist mir völlig Balunze. Ich möchte auch ein bisschen genießen hier natürlich. Veraltete Erweiterung brauche ich nicht. Ich glaube, das muss das Beute zusammenfassen. Oder nicht, weil es ist schon ein... Automatisches Einsammeln steht ja unterhalb. Ich denke, dass ich möchte nicht hier 5... Das wäre... Da kriege ich... Da habe ich einen E... Mein E-Finger wäre dann so muskulös wie Arnold Schwarzenegger. Nur auf einem Finger. Ich möchte alle... Vor allem die Gegner lassen ja meistens eh nur Gold... Droppen. Sonst muss ich halt was wegschmeißen, aber... Das ist too much. Deswegen nehme ich das... Ah, Kopfbedeckung verbergen. Verbergt euren Helm, sodass ihr und andere Spieler den Kopf eures Charakters sehen können. Also man kann es nur ausblenden. Damit haben wir unseren... Okay, gut, gut, gut. Freche Hinweise. Lassen wir jetzt mal. Das ist alles Testsache. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Okay, das war C... Ich denke, ich bleib mal in dieser Ansicht ein wenig. Dankeschön, ich habe die Zelle durchsucht. Nicht schlecht. Die Frage ist jetzt natürlich... Soll ich dieses Radieschen nehmen? Nein, das war nicht die Frage. Die Frage ist natürlich, wie soll ich das als Let's Play gestalten? Ich weiß es noch nicht. Hin und wieder einfach... Also zumindest irgendwann einen Part am Tag bringen. Den, was ich gerade für Quests habe. Denn wenn ich alles auf YouTube hochlade...
Ist natürlich immens, aber dann klickt es auch niemand mehr, weil es too much ist. Ist natürlich schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall aus dem Gefängnis raus. Das ist meine Klasse, das ist mein sexy Man. Und mal sehen, wie es laufen wird. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.